Eine Krankheit unserer Gesellschaft ist es, das Leben als Wettrennen zu betrachten. Als ein Wettrennen um die persönliche Bestleistung. Weiter, schneller, schöner, erfolgreicher. Kennst du die Sätze? Ich wäre gern schon weiter. Oder ich liege zurück in meinem Leben. Und somit leben wir immer mehr in der Zukunft, da wo alles besser wird. Ich zum Beispiel bin fast 39 Jahre alt, nicht verheiratet, lebe in keiner Beziehung, habe keine Kinder, kann keine Karriere im klassischen Sinne vorweisen, habe kein Haus und kein Auto. Ich fühle mich langsam. Ich entspreche nicht meinem Bild von einer Enddreißigerin. Ich hänge ganz schön hinterher. Mein Leben ist voller gefühlter Umwege. Mein Lebenslauf ist kein bisschen geradlinig. Anscheinend gibt es in mir unausgesprochene Pläne, die ich nicht bewusst entschieden habe, aber die in mir wirken. Und diese habe ich nicht erreicht. Woran kann ich eigentlich mein Vorankommen messen? Vergleiche sind da sehr bewährt. Und ich weiß, ich sollte es eigentlich nicht tun. Vielleicht täte mir ein Entgiftungsprogramm an sozialen Medien und Werbung, in der das Traumleben publiziert wird, eine Zeit lang gut. Mir mal ein paar Scheuklappen aufsetzen und zu üben, mich nicht zu vergleichen. Ich könnte, wenn ich neue Wege gehe, so wie ich das tue, die Unsicherheit annehmen. Ich weiß, ich tue die Dinge nicht so, wie sie die meisten Menschen machen. Und ich habe schon einige Umwege in meinem Leben gemacht. Und ich kann dir sagen, Umwege erhöhen die Ortskenntnisse. Vielleicht können wir es schaffen, den Mut zu feiern, dass wir den eigenen Weg gehen. Du musst nicht rennen. Du kannst vielleicht auch mal stehen bleiben und dir Details betrachten, die dann gerade in deinem Umkreis sind. Vielleicht geht es auch darum, egal wie schnell, Hauptsache man bewegt sich überhaupt. Oder vielleicht geht es auch darum, einfach Freude zu haben und zu tanzen, egal wie es gerade ist. Und dem Timing von unserem Leben zu vertrauen. Trust the timing of your life.